weten wie de winnaar is in de 1600. Also, Super 1600 mit einem Foto-Finish. Die Bilder sind jetzt ausgewertet werden, bevor man hier jetzt irgendeinerweise ein Ergebnis bekannt gibt. Super Chaos Super 1600 Finale der deutschen Rallycross-Meisterschaft haben wir jetzt Dietmar Brandt in führender Position fürs Rennserie und vor Viktor Sponsius und Magnus Geil, der sicherlich gedacht hat, ich fahre lieber nochmal im Finale der deutschen Rallycross-Meisterschaft mit und gehe nicht bei den Super 1600 die Gefahr ein, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Schaden an meinem Auto gibt und ich kann keine Punkte für die deutsche Meisterschaft mit dem vielleicht werden wir Magnus Geil nicht nur hier auf dem Estring sehen, sondern werden ihn vielleicht auch noch woanders sehen. In führender Position Dietmar Brandt, der also mit seinem VW Golf 6R bei dem Rallycars-Finale doch nicht so stark geschehen ist, Auto läuft mit dem Austauschmotor von Andreas Blume, der Victor Spolski, der Mann, der auch beim auf dem Hafenhorn-Flugplatz, wo Werner das Rennen Ende August stattfindet, wird er dort mit seinem Audi S4 Demonstrationsrunden fahren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird er dort auch die Veranstaltung insofern promoten, indem er nämlich Zuschauerfahrten machen wird. Und Dietmar Brandt verliert sein Auto auf der Höhengrade und schlägt eins. Sven Seliger geht vorbei. Dietmar Brandt kann zwar weiterfahren, aber er hat erst einmal einen Highspeed-Dreher gemacht auf der Höhengrade. Das ist ein ganz Spannendes Wochenende. Auf jeden Fall. Sind wir sich jetzt hier schön im Punkte mit einem Sieg. Einen Sieg hätte er am Ende des Tages sowieso gehabt, denn Magnus Steil ist auf dem zweiten Position. Richard Szabo kommt gerade in die Startaufstellung, aber er jetzt also in führender Position, nämlich Sven Seliger vor Dietmar Brandt, der jetzt wahrscheinlich diesen Fehler nicht nur einmal machen wird. Sven Seliger, wir haben noch 3 Runden zu fahren. Seliger vor Brandt, vor Victor Spolski und vor Martin Brandt. Wir aber da noch aus der Höhe. Hat also anscheinend doch ein Problem bei seinem Renovierung. Aus der vierten Position, aber das war eben eine kurze Schrecksekunde für Dietmar Brandt, da bin ich mir 100% sicher. Denn so ein Highspeed-Dreh habe ich schon lange nicht mehr hier auf dem Estring gesehen. Am Ende, eigentlich den letzten, den ich gesehen habe, war der von Herr Eklund, als er ausgangs oder ein bisschen eingangs der DK-Kurve in die Skisbett hineinrutschte mit einem Highspeed-Dreh auf den langen Kran. Das war Trotzdem hat Pankler das besonders gut hinbekommen. Dietmar Brandt jetzt auch vor der Section durch, bleibt vor Victor Spolska in der dritten Position und Magnus Steil auf der vierten Position. Aber vorne der Super 1600 Fiesta von Sven Seliger mit seinem Keine Probleme für den Mann aus Retemann Alla. Also einen erweiterten Local Hero Kreis unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass er jokern wird und das macht er auch. Sven Seliger jokert jetzt, macht eine gute Joker Lab Section. Komm, er lässt ihm die Luft zum Leben und Dietmar Brandt nutzt diese Luft zum Leben, auch wenn jetzt Sven Seliger zurücksteht. Jawohl, Sven Seliger ringt Dietmar Brandt nieder, aber wird jetzt natürlich wieder ein leichter Touché von Dietmar Brandt, wieder ein leichtes Schwänzeln von dem VW Golf 6R in den Händen von Dietmar Brandt. Die letzte Möglichkeit für eine Attacke von Dietmar Brandt gegen Sven Seliger jetzt auf der Höhengrade, aber da nochmal einen Highspeed-Dreher wollen wir ja nicht haben, auf gar keinen Fall. Jetzt nochmal eine Attacke, Ausgang der Zielkurve. Reicht es oder reicht es nicht? Es reicht für Sven Seliger. Großartiges Rennen gefahren. Und auch Glückwunsch an Dietmar Brandt, der einen wirklichen Highspeed-Dreher oben auf der Höhengrade ohne Probleme leitet zu Schee an der Wand einer Mauer abgefangen hat und beendet hat dieses Finale. Super, Glückwunsch an Sven Seliger, Glückwunsch an Dietmar Brandt, die ihre Punkte für ihre Divisionen mitnehmen. Und Magnus Steil beendet auch sein Finale bei den Super 1600 in langsamem Tempo, aber er ist durch.
letzten Finale. Nur Platz 1 und 2 ehren, aber ich freue mich sehr, den Sohn vom Vater zu ehren. So I'm really happy to honor the son of the father from Denmark. It's still a Renault Clio. It's still a number, a second name with four letters. It's a Dahl, Magnus Dahl, place number 2. Wie er mittlerweile den Motor ausgetauscht hat, müsste er eigentlich jetzt den Tauschmotorspender hier zur Siegerehrung schicken, aber er ist derjenige, der den Motor sehr schnell bewegt. Platz Nummer 1 für den Mann mit dem Ford Fiesta, den einzigen deutschen Europameister, Sven Seliger. Eine Klasse, dass es eine 2 gibt. Ich glaube, das geht.